Herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Rock Company. Leute, in dieser Folge möchte ich euch den neuen besten Agent vorstellen. Dieses Video gab es schon mal, aber das ist schon ein paar Monate her. In der Zeit gab es so viele neue Updates, so viele Veränderungen und auch zwei neue Rogues, so dass wir das Video einfach nochmal wiederholen müssen auf dem Stand von heute. Wie viele aus den Livestreams wissen, habe ich persönlich drei Main-Charaktere, drei Main-Rogues, die ich sehr häufig und sehr, sehr gerne spiele. Persönlich liebe ich Lancer immer noch, da Lancer einfach vielseitig einsetzbar ist mit ihren leisen Steps und der geilen Waffe und dem Nachladen beim Rollen, ist sie einfach immer noch unglaublich stark und in so vielen Ranked-Matches ist sie auch immer noch eine krasse Gefahr, indem sie einfach einmal komplett um die Map rennt, von hinten sich anschleicht, etc. Genauso aber auch ihre Granate, die haftet, so eine Art Semtex. Wahnsinn. Einfach nur ein krasser Charakter, spiele ich immer noch sehr, sehr gerne. Am liebsten natürlich in Strikeout, aber auch in Ranked hat Lancer einen unglaublichen Wert. Was? Mittlerweile spiele ich aber auch sehr gerne Ronin in Ranked. Das liegt einfach daran, dass man wahnsinnig coole Plays mit ihrem Messer machen kann. Ich würde euch hier mal kurz eins einblenden. Ja, alle geholt. Allgemein finde ich Ronin sehr vielseitig, macht viel Spaß mit ihr zu spielen. Dieselbe Waffe wie Dima, weswegen ich auch gerne mit Dima spiele, die AK. Mit Dima kann man auch sehr schöne Moves machen, indem man ähnlich wie mit dem Messer von Ronin einfach diese Ulti, was eine Art Granatenwerfer ist, nutzen kann. Mega nice, immer auch noch einer meiner Lieblingscharacters nach so einer langen Zeit. Ist bei mir. Wow! Nice. Jetzt muss pushen kommen. Ich komm von hinten dran. Ja! Ich hab alle geholt. Mittlerweile habe ich auch Dahlia gerne gespielt. Dahlia ist vor einigen Patches dazugekommen, war der erste neue Rogue. Dahlia hat diese wahnsinnige Fähigkeit, dass sie sich mit einem der Rogues verlinken kann. Unter anderem fand ich immer die Kombination Dahlia und Lancer Wahnsinn, denn dann kann Dahlia natürlich auch über eine Rolle ihre Waffe automatisch nachladen lassen oder eben wie Ronin nicht mehr entdeckbar sein, etc. Also Dahlia ist auf jeden Fall je nach Setting ein Must-Have, unter anderem aber auch, weil sie gut reviven kann. Zum Thema Reviven, Saint bleibt immer noch einer der wichtigsten Supporter, der auch gut auf Range gute Hits austeilen kann. Der ab und zu auch seine Minen nice platziert, sodass man nicht drauf achtet, reinläuft und stirbt. Scorch ist mittlerweile genervt worden, ist aber immer noch wahnsinnig stark, immer noch immun gegen Feuer. Ihre Ulti wahnsinnig heftig auf Nahkampf und Mitteldistanz, immer noch ein sehr guter Charakter. Talon habe ich bis heute nie wirklich gespielt, habe ihn aber in sehr vielen gegnerischen Teams gesehen, die ja gute C4-Plays macht. C4-Plays ebenso von Anvil, wahnsinnig gut. Die Barrikade immer noch sehr sinnvoll, mittlerweile sinnvoller, als ich es vielleicht früher gesehen habe in sehr vielen tollen Matches. Gute Blockade,
verschafft einen sehr gut Zeit, plus natürlich seine Shotgun, absolut krass. Zusätzlich natürlich auch die Rüstung, die Saint, Anvil und Co. haben, lässt sich mittlerweile immer wieder refreshen. Das gab es in dem letzten Update, glaube ich, so dass wenn ihr euch die Rüstung gekauft habt, angeschossen wurdet, die Taste F drückt und Standardeinstellung und die Rüstung wieder da ist. Das ist schon sehr krass. Es ist ähnlich wie ein Overheal von Chuck. Chuck mittlerweile finde ich nicht mehr so stark, liegt einfach daran, wenn er genockt ist, kriegst du im Regelfall auch noch den kompletten Kill hin, weswegen er sein Self-Revive nicht hinbekommt. Sein Overheal ist, finde ich, nicht so stark, weil er nicht refreshbar ist, wie zum Beispiel von Anvil oder Saint die Rüstung, weil sie halt eben immer erneuerbar ist. Deswegen finde ich den Overheal ein bisschen stärker. Chuck, seine Waffen, geht so. Er hat natürlich die Semtex, die ist ziemlich nice, aber ansonsten nicht mehr so stark, wie ich ihn früher fand. Dallas mittlerweile ein wichtiger Charakter. Wir haben in unserem Rank-Team einen Dallas Main. Mittlerweile eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, weil es für, ich sag mal, taktische Gegner doch ganz fein ist, wenn man mal einen Gegner rausziehen kann aus dem Team. Dank Dallas sieht man ihn mit einem guten Play, schafft man zu dritt, zu viert diesen einen rauszuziehen. Dann ist das gegnerische Team schon mal einer weniger. Der neueste Charakter ist Fixer, aka der Problemlöser. Aktuell wahrscheinlich der OP-ste Charakter im Spiel, wird noch genervt, ich glaube wurde sogar schon genervt, aber ist immer noch wahnsinnig OP. Seine Fähigkeit basiert einfach darauf, dass er eine Smoke Grenade wirft und seine Ulti zündet und trotzdem die Gegner durch Thermal sehen kann. Dazu habe ich auch einen Guide gemacht, könnt ihr euch anschauen. Nach dem Nerf hat Fixer, glaube ich, immer noch 12 Sekunden Ulti, deswegen er 12 Sekunden lang alles im Rauch sehen kann, finde ich immer noch ziemlich krass. Seine Nahkampfpistole immer noch wahnsinnig stark. Aktuell also eine Waffe. Fixer wirklich sehr, sehr stark. Glitch immer noch ein Charakter, mit dem ich nicht wirklich was anfangen kann, wenn ich ehrlich bin. Habe ich immer noch nicht so wirklich gespielt. Auch keinen richtigen Gegner gefunden, der mit Glitch eine Waffe war, der taktisch da wirklich sehr viel Sinn gemacht hat. Ich glaube, Glitch funktioniert aktuell sehr gut bei Arena, weil die Arena sehr nah beieinander ist und umläufig, er hat immer diesen Radius für seine Ulti, um zu hacken. Ansonsten wüsste ich tatsächlich gar nicht, wie ich Glitch spielen sollte. Seine Waffen gefallen mir nicht, das andere eigentlich auch nicht. Er hat aber einen coolen Stil. Ich glaube, hier können wir den auch mal kurz zeigen. Er ist natürlich ziemlich nice. Ja. Also Aussehen 1A, Waffen gefallen mir nicht so. Phantom, immer noch eine geile Sniper. Ich würde sie immer noch gerne spielen, obwohl ich jetzt nicht so der Sniper in Rock Company bin. Gefällt sie mir trotzdem gut. Hab sie gerne im Team dabei, wenn sie jemand spielt. Trench, total underrated früher gewesen bei mir. Mittlerweile eigentlich ein ziemlich geiler Charakter. Wie oft mir sein Stacheldraht, seine Ulti auf die Nerven gegangen ist in den letzten Ranks. Unglaublich. Genauso aber auch sein aktiver Schutz gegen Granaten. Eigentlich eine geile Sache, vor allem wenn man sehr close mit seinen Teammates steht, das Ding wirft und dann kann man eine Granate einfach nicht mehr treffen. Tränengas nach wie vor eine gemeine Geschichte. Man hat kein Fadenkreuz mehr, kann sich nur noch sehr langsam bewegen. Beste Geschichte überhaupt. Also Tränengas und der aktive Schutz von Trench plus der Stacheldraht kann manchmal richtig böse sein. Dazu hat er natürlich auch die refreshbare Weste, die er als Overheal nutzen kann und immer wieder nachträglich nutzen kann. Einer meiner Teammates spielt Y als Main, wahnsinniger Charakter, Shoutouts an Brownie. Y, wahnsinnig krass, auch diese Gifte, wenn man sie sehr schlau platziert, kann man einiges damit machen. Die Nightshade, eine sehr, sehr starke Waffe, genauso aber auch natürlich die Shotgun an sich. Krasser Charakter, viel zu underrated meiner Meinung nach. Y hat auf jeden Fall viel mehr Bedeutung in dem Game, oder sollte mehr Bedeutung in dem Game haben, als es vielleicht derzeitig hat. Definitiv einer der stärkeren Chars, hat ebenso den Tränengas am Start, kann sich sogar gegen Offenbarung schützen und so weiter. Also Y sehr, sehr stark, sehr, sehr guter Char. Ja Leute, das ist auf jeden Fall erstmal Stand heute. Ich werde dieses Video definitiv wieder wiederholen, sobald es weitere Updates gibt und sich das Spiel wieder so extrem verändert. Ich denke, in den letzten 3, 4 oder sogar 5 Updates, die kamen, hat sich das Spiel wirklich gemacht. Es ist krasser geworden, es macht mehr Spaß, es gibt mehr Möglichkeiten, neue Rogues, neue taktische Sachen. Auch die einzelnen Fähigkeiten wurden angepasst, die Stärken der Waffen, die Maps wurden nochmal verändert mit neuen Öffnungen, neuen Wegen etc. Es gab komplett neue Maps. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Die Entwickler geben alles dafür, dass das Spiel immer besser wird. Es hat natürlich viele Bugs, gar keine Frage. Es ist aber auch in der Beta. Und die Bugs werden derzeitig alle behoben. Unter anderem ein Bug, weswegen wir Dahlia aktuell nicht spielen können, ist zum Beispiel ihr Link-Bug, wenn man Dahlia im Team hat.
kann es sein, dass es nach der zweiten oder dritten Runde nicht mehr möglich ist, sich mit jemandem zu verlinken, weswegen ihre aktive Fähigkeit, ihre Ulti nicht funktioniert und sie dadurch auch keine passive Fähigkeit bekommen kann, weil sie A, niemanden reviven kann und B, sich mit niemandem linken kann. Zum Beispiel wie mit Lancer kann sie nicht mehr automatisch nachladen beim Rollen. Das sind so die Kleinigkeiten, die aktuell wirklich sehr nerven, aber daran wird extrem gearbeitet. Und ja, um es kurz zusammenzufassen, meine persönlichen drei Lieblingscharacters sind einfach Dima, Lancer und Ronan. Das sind auch die drei Characters, die ich jedem empfehlen kann, wenn man direkt das Spiel startet und neu ist, welche man sich als erstes freischalten oder hochspielen sollte. Alle weiteren Chars muss man sich dann überlegen, was möchte man machen. Möchte man mehr in die Sniper-Richtung gehen, dann würde sich eben Fixer anbieten. Möchte man eher auf Defense gehen, dann würde sich Y meiner Meinung nach anbieten. Aber genauso machen alle Characters oder Rogues an sich auch Spaß. Wie gesagt, wenig gespielt habe ich Talon und Glitch. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach gerne auch ein Like da. Lasst gerne auch einen Kommentar drunter, was euch am liebsten gefällt, welchen Rogue ihr am liebsten spielt. Wie weit ihr auch gerne ranked seid, das würde mich mal interessieren. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst gerne auch ein Abonnement da. Haut rein, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, 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 ciao.